Europäische Ratingagentur. Ich bin für Wettbewerb. Ich möchte, dass Airbus mit Boeing konkurriert. Ich möchte, dass der Euro mit dem Dollar konkurriert. Ich würde auch gerne eine größere Vielfalt von Ratingagenturen haben. Die Europäer sind aber in meinem Urteil strukturell, die Kontinentaleuropäer präziser, sind in meinem Urteil strukturell ungeeignet, eine Ratingagentur zu organisieren, weil ein guter Kontinentaleuropäer ein guter Spezialist ist und darauf besteht, dass er nur gut ist, wenn er tief sich in seinem Feld einbohrt. Ein guter Kontinentaleuropäer wird zum Superspezialisten, zum Superprofi für ein Teilgebiet. Und er besteht darauf, dass er auf alle anderen Menschen in seiner Gesellschaft herunterschaut. Also deutsche Ingenieure sind einfach über alles. Deutsche Politiker sind über alles. Deutsche Juristen sind über alles. Sie sind jeweils für sich einfach klasse. Und sie sprechen nicht miteinander. Und das Ergebnis ist, wir können gegenüber Angelsachsen, die von Kind an das interdisziplinäre Denken und Handeln pflegen. Wir können denen für die Aufgabe, die eine Ratingagentur hat, nicht das Wasser reichen. Eine Ratingagentur muss Spezialist sein für Steuerfragen, Bilanzfragen, Technologiefragen, Politikentwicklungsfragen. Und wer das alles nicht gleichzeitig kann und wer das nicht alles gleichzeitig verbinden kann, kann keine gute Ratingagentur sein. Wir werden das nie hinkriegen. Lassen Sie mich deshalb, ich bin deshalb so grob, ich habe in der Deutschen Bank mit anderen kontinentaleuropäischen Banken von 1990 bis 1995 den Versuch gemacht, eine solche europäische Ratingagentur auf die Beine zu stellen. Und wir sind an uns gescheitert. Wir werden das jetzt wieder probieren. Ich hoffe, es wird besser. Allein mir fehlt der rechte Glaube. Das heißt aber nicht, dass ich nichts tun will. Was ich tun möchte, ist, dass die Regulatoren der Welt verbieten, dass Ratingagenturen von denen bezahlt werden, die die Wertpapiere emittieren, sondern von denen bezahlt werden, die eine gute Beurteilung der emittierten Wertpapiere brauchen, die Anleger. Ich sage es noch konkreter, die Sparkassen, die Genossenschaftsbanken, die Lebensversicherungen, die Pensionsfonds, die sind es, die die Ratingagentur bezahlen müssen. Und da die das nicht verstehen, muss der Regulator sie dazu verdonnern. Nur so geht's. Das gäbe dann die richtigen Einflüsse auf die Arbeit der Ratingagentur. Da haben derzeit das Europäische Parlament hat so ein paar Sachen vor, die wollen die Modelle von Ratingagenturen immer vorgelegt bekommen, bevor die angewendet werden dürfen. Und dann entscheidet der entsprechende Ausschuss des Europäischen Parlaments, ob das ein gutes Modell ist. Solchen Kinderkram können wir natürlich probieren, aber das wird außer Debatten nichts geben. Wir brauchen die andere Regulierung.